passiert doch bestimmt was Tolles, ne? Da ist wieder ein Rad. Oh, nee. Dann kommt doch hier irgendwo ein Viech, wenn hier ein Rad ist. Oh, hier sind Sachen, die das Leben schöner machen. Oder auch nicht. Ich dachte, hier gibt's was. Gut, ich könnte am Rad drehen. Was würde mich dahinter erwarten? Ein weiterer Gang. Ich könnte aber auch mich hier links lang bewegen. Was gibt's denn hier? Gucken wir erstmal hier lang? Ich glaube schon, oder? Aha. Da ist ein Bolzen, den nehmen wir mit. Da sind Patronen. Was ist das denn? Was ist denn das? Muss ich die alle töten? Okay, die kann ich zerstören. Was ist denn das? Sind das Babys? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Wenn ich die alle besiegt habe, vielleicht gibt es ja irgendwie was Tolles. Us. Ihr seid schon wieder Us. Ich habe übrigens wohl in Erfahrung bringen können, dass das aus Ghostbusters kommt. Us. Oder? War das so? Das wusste ich nicht. Also das war mir nicht mehr bekannt. Ich habe den Film zwar auch schon zigmal gesehen, aber... Das haben wir noch. Ihr seht die Viecher vielleicht jetzt gerade. Ich drücke auch einfach nur permanent Dreieck. Einfach, um die zu treffen. Weil ich irgendwie hoffe, dass wenn ich die alle erwischt habe, dass ich da was für bekomme. Da ist noch einer. Aber es sind noch mehrere. Ich denke mal nicht, dass die einfach wieder spawnen. Ich meine, die würden mich wahrscheinlich auch irgendwie angreifen. Deswegen, bevor ich jetzt an dem Rad drehe, will ich die lieber plattmatschen. Da ist noch einer. Da hinten, da komme ich nicht ran. Also, ach, da ist ein Tonband, sehe ich gerade. Moment, das machen wir auch gleich noch. So. Da ist noch einer. Habe ich euch jetzt erstmal alle? Da krabbelt noch ein Arsch. Komm her. So. Die sind einfach durch die Wand gekommen irgendwie, ne? Ja. So, einer ist da hinten noch lang gekrabbelt, da komme ich aber nicht ran. Hören wir uns das Tonband mal an. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Au! Hat er mich doch angegriffen, der Penner, ne? Ja, ja, ich sag's noch. Gut, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die alle zu töten, aber es hat mir jetzt gar nichts gebracht, ne? Da krabbelt auch noch ein Arschloch. Okay. Ja, übliches wissenschaftliches, verwirrtes Gerede. Da ist noch einer. Ach man, das ist da nichts. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass es da nichts für gibt. Ich hätte jetzt echt gedacht, wenn ich die alle platt mache, gibt es noch ein bisschen Saft. Okay, dann ist das halt nicht so. Dann öffnen wir jetzt die Tür. Das Tolle wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt sterben sollte, ne? Dann darf ich die alle nochmal wieder töten. Okay, hoffen wir einfach mal, dass ich nicht sterbe. Ich brauche aber echt lange die Tür, ne? Einmal gucken, ob hier noch einer ist. Erstmal nicht. So. Ja, ich könnte den nehmen, ich könnte... Nehmen wir mal das Scharfschützengewehr, oder? Kommt auch noch Wasser dazu, das ist ja noch besser. Okay. Das ist eine Falle. Bin mir da, wie gesagt, nicht ganz sicher. Jetzt ist es keine mehr.
jetzt hier auch Gegner rumlaufen. Ne? Ich gehe mal erstmal durch diese Bretterwand. Vielleicht ist das ja optional. Ist es. Nicht ganz wenig. Cool. Ja, also so langsam füllt sich der Munitionsvorrat wieder ein bisschen. Oh, die wollen wir auch haben. Drei Schlüssel, Leute. Ich will unbedingt in unsere Nervenklinik zurück. Das sind Sätze, die man auch nur bei The Evil Within hört wahrscheinlich. Ach, das sind schon wieder kleine. Ach, da kann man einfach rüber rennen. Okay, ich sehe einen, ja. Also ich sehe einen Schatten von ihm, sagen wir so. Wie viel sind das, ist die Frage, ne? Wenn es bei dem einen da bleibt, ist ja okay. Komm mal her. Ganz, ganz toll. Wieder ein bisschen entspannen hier. Kann ich auch gerade hier nicht. Ihr kommt hier nicht hoch? Sieht nicht so aus. Doch, kommt ihr wohl. Ich muss aber kurz ein bisschen... Nein! Ja, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Gut. Ich warte ein bisschen... Ja, okay, hier warte ich jetzt noch einen kleinen Moment, bis sich die Anzeige wieder auffüllt. So. Ach, du meine Güte. Ich hätte... Ja, soll ich mich da unten nochmal umgucken? Ich weiß es nicht. Der Große ist ja tot, ne? Noch. Da kann ich nicht hoch. Ich glaube, hier ist nichts. Okay. Da hoch. Oh. Also ich bin gerade hin und her gerissen, welche Waffe ich eigentlich nehmen soll. Das ist auch ein bisschen blöd gerade hier alles. So, jetzt kommen wir in die nächste Höhle rein, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier ein bisschen dunkel für euch ist. Also bei mir ist es schon sehr dunkel. Und YouTube macht das ja in der Regel auch noch ein bisschen dunkler. Auch Kontrollpunkt, das ist schon mal schön. Oh, das sieht schon wieder nicht gut aus. Irgendwie riecht das wieder alles nach Falle hier. Ich kann mir nicht helfen. Da hinten ist einer aufgespießt an der Wand. Das sieht auch toll aus, ja. Jetzt haben wir hier eine Kiste. Okay, also Muni kriegen wir wieder. Das ist wirklich schön. Da nicht, aber hier für die Pistole, ja. Und fürs Gewehr und ein paar Bolzen haben wir auch inzwischen wieder. Das ist alles schön. Das gefällt mir. Jetzt noch eine Spritze und einmal Safe Room, wirklich. Das wäre super. Das würde jetzt auch super passen. Dann könnten wir nämlich jetzt eine kleine Pause einlegen. Das ist nämlich gleich soweit. Aber es sieht nicht danach aus, als würde sich hier unten in diese Gosse irgendwo hier so ein Speicherraum befinden. Greift er mich noch an? Notiz aus der Hölle. Ja, super. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören. Aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist der Schlüssel... Ist das der Schlüssel? Aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50. Und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen.
Okay, es gibt hier irgendwo einen Schlüssel und ich muss entscheiden, wie rum der gehört. Ach, guck mal, die Wände gehen zusammen. Jetzt sehe ich das. Mhm. Hat der was bei sich? Den habe ich da jetzt abgenommen. Kann ich mich da einfach durchschleichen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Da liegt was, das ist die Platte. Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf der einen Seite der Platte ist Blut zu sehen. Ach so, genau. Die Frau, die das Rätsel hier gelöst hat, ist das eine Frau oder der Typ? Ja, ich weiß es nicht. Der Typ ist ja egal. Hat die Platte da reingepackt? Und wenn auf der Seite, die hier hinten zu uns zeigt, Blut zu sehen ist, heißt das ja, die Falle ist zugegangen und hat die Platte beschmutzt. Das heißt, also die mit Blut dran, die Seite muss rein. Die Seite mit Blut muss nach innen. Also nach da rein. Okay, so rum. So rum würde heißen, Falle löst aus. So rum würde bedeuten, sicher. Nach meiner Logik. Alex Rätselmeister. Ja, es war jetzt ja nicht so schwer, ne? Aber gut, das war aber auch ein Rätsel nach meinem Geschmack. Aber fand ich cool. Coole Einlage. Ich hätte jetzt so gerne einen Speicherraum. Das sieht nicht danach aus. Ich würde, ja. Eigentlich muss ich gleich eine Pause machen. Oh Gott, das sah wieder nach Rubik aus, ja. Oder wir haben gleich einen Flashback, der uns wieder in den Speicherraum bringt. Das wäre auch cool. Gott. Naja. Zumindest woanders hin. Ist das nicht der Anfang des Spiels? Das hier ist doch der Anfang des Spiels, oder? Hier kann ich jetzt keinen Cut machen, Leute. Wir machen noch ein bisschen länger. Ein bisschen überziehen wir hier noch. Ich denke, das ist der Anfang, wo wir verfolgt wurden von diesem einen Irren. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, hier ist der... Na, ist das Fahrstuhl? Nee. Oh. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Rubik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir. Forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber... Ich denke, er will unseren Tod. Wow. Doktor? Wieder ein sehr cooler Flashback. Upsala, was liegt da denn? Uni. Ah ne, das ist eine Flasche. Ich dachte, das wäre eine Patrone für unser Scharfschützengewehr. Wir haben einen Kontrollpunkt. Es sieht immer noch nicht danach aus, als würden wir jetzt einen Speicherraum finden, oder? Ich möchte aber einen. Mal gucken. Also ein bisschen spiele ich noch. Wenn ich jetzt gleich sehe, es kommt kein Speicherraum, dann
machen wir eine Pause, aber ich hoffe immer noch. Oh, eine Notiz. Notiz aus Forschungslabor. Proband Nummer 18, Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens, 2.45 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt. 2.58 Uhr, Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Proband Nummer 19, Verbindung hergestellt. Beginn des Verfahrens, 1.24 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivität festgestellt. Herzstillstand, alles immer das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Okay. Das ist nie ein großer Unterschied, oder? Da. 23, ungewöhnliche Gewinne. Puls, Atmung, Blutdruck, Temperatur steigt, erlangt das Bewusstsein wieder, Stabilisierung der Lebenszeichen. Endlich! Dann ist Ruvik vielleicht Proband Nummer 23? Möglicherweise. Wer weiß. Schade. Was ist das? Nein, ne? Scherz? Wo soll ich denn so schnell hin? Leute, das gucken wir uns im nächsten Part genauer an. Wir machen hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.